Honig aus. Wie viel ist mal im Markt? Haben wir gerade mal 2? Alter, das ist schlecht. Was haben wir? Nee, ich meinte gerade, wie viele Emeralds wir haben, gerade mal 2. Das ist echt nicht so gut, nee. Scheiße, Mann, ey. War wirklich schon mal besser in dem Spiel. Notfalls machen wir noch mal irgendwie so, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Zeigen wir noch mal, wie man es richtig macht. Das ist echt ein bisschen erbärmlich, so ein bisschen, ja. Ja, sowieso. Normalerweise kriege ich eigentlich immer alle Emeralds. Die habe ich dann meistens in der Carnival-Zone, habe ich die meistens schon zusammen. Ja, ich habe sie meistens auch schon. Also oft habe ich sie schon im Marvel Garden, habe ich sie eigentlich schon dann. Hm. Das ist es ja. Deswegen, normalerweise würde ich jetzt hier schon als Supersonic durchfetzen. Normalerweise, aber naja, gut. Wir sind ja nicht normal, ne? Aber hier gab es auch ganz gemeine Stellen, wo man sich auch ganz mies da in diesen Dingern da verbacken konnte. Hier kann man sich vor allem als Sonic kann man hier die Schwerkraft wieder unglaublich abfacken. Dass du, du bekommst aus irgendeinem Grund durch dieses, du kannst auch hier diese Seiten da hochlaufen, diese abgerundeten Ecken. Bekommst du irgendwie ein zigfaches an Schwerkraft zugeteilt, aber nach rechts. Und damit du dran kleben bleibst. Mm. Und wenn du dann es schaffst, da irgendwie runterzukommen durch einen Ballon oder sowas, dann hast du auch immer eine mega Drall nach rechts und machst einfach nur ab, schweib die ganze Zeit nach rechts mit richtig Geschwindigkeit. Mm. Also es ist richtig seltsam. Naja. Muss man sich mal Speedruns ansehen, da gibt's echt die kuriosesten Sachen. Die kann ich hier aber alle nicht nachstellen, ich habe da keinen Peil von. Ich glaube, hier gab's so einen. Ja, da links ist ein Gang. Da. Dankeschön, oder? Oh. Ist doch dann gern. Ich war mir sicher, dass da einer war. Hier bestimmt eine andere Stelle, die genauso aussieht. Möglicherweise, aber hier sieht ja eh alles gleich aus irgendwie. In der Carnival Night Zone. Noch 15 Ringe. Ah, schon wieder ein extra Leben. Schon wieder ein 1 hoch. Naja. Tada! Ah, ich glaube, hier gab es irgendwo so einen Raum, glaube ich, oder? Gucken wir mal. Ja, hier links. Hier gab es definitiv einen. So, ich glaube, das nächste Special-Ding war wieder deins, ne? Ja, ich glaube schon. So, wollen wir mal gucken, ob wir diesmal hinbekommen. Die hatten wir ja schon mal, glaube ich. Sieht nach einem einfachen Stage. Ja, da bin ich, glaube ich, gegen so einen Bumper gegen. War das nicht gleich das erste Stage? Ja, doch, das müsste aber die erste Stage sein. Kann sein. Ja, bin ich ja dummerweise gegen den Bumper geknallt. Es kann auch sein, dass ich das gewesen bin und direkt im Vier gelandet bin oder so. Nee, ich glaube, das war Ecke. Da war ich von Anton ein bisschen abgelenkt. Ja? Okay. Da saß Anton gerade auf dem Fensterbrett. Jetzt holen wir uns mal alle Emeralds endlich zusammen. Es kann ja nicht sein, dass wir hier die Emeralds nicht kriegen. Naja, auf keinsten. Aber wie gesagt, ich glaube, das Hike in Sonic 2, glaube ich, schon angesprochen, wenn man sich mal so überlegt, wie viele Formen, Variationen Sonic wirklich jetzt im Laufe der Jahre auch bekommen hat, also... Ja gut. Manche Dinger finde ich ja wirklich selbst als Sonic-Fan auch so ein bisschen fragwürdig. Ich sag mal, mich interessieren eigentlich nur die, die es auch in den Videospielen gibt. Das sind eigentlich nur 2. Wobei nur eine wirklich populär ist. Meinst du Super Sonic? Super Sonic ist eigentlich die einzige, die populär ist. Das Hyper Sonic-Ding. Ja, das wussten ja viele gar nicht, dass es das überhaupt funktioniert. Weil auch viele das Add-on einfach nicht hatten. Und ja, viel anders das ist auch, da auch nicht so gängig. Ja. Viel anders ist er da auch nicht. Also er leuchtet einfach nur in mehreren Farben. Also er cleart doch eigentlich den ganzen Bildschirm durchgehend, oder? Das schon, ja. Wenn du dann einen Doppelsprung machst, ja, dann cleart er den ganzen Bildschirm von kleinen Gegnern halt. Ups, ja. Mal mit der Ruhe. Jetzt haben wir den grünen Emerald. Ja, was ich so meinte, war zum Beispiel, wie viel haben wir? Gerade mal 3? Ja, scheiße, sind wir schlecht. Ja. Ne, was ich so meine, war, zum Beispiel Dinge, wo ich wirklich sage, das muss wirklich nicht sein. Hier Sonic the Werehog zum Beispiel, bin ich der Meinung, hätten sie ein bisschen anders gemacht. Gut, schön und gut, aber nicht so, dass er seine Arme so strecken kann. Das finde ich zum Beispiel total Käse. Excalibur Sonic, muss ich sagen, gut, eine ritterliche Version von Super Sonic, mehr ist das auch nicht. Ja, und ansonsten, ja. Hier links gibt es noch irgendwas, glaube ich. Ein paar Ringe, glaube ich. Ein Leben, glaube ich. Wenn du hier hochgehst jetzt, zack. Ja. Nee, doch nicht. Okay. Gibt's noch ein paar Ringe. Ja. Jetzt bin der Stich rüber. Oder so. Ja. Weil wir es können. Das ist halt so seltsame Sonic-Physik, dass du auch einfach entgegen. Auch hier mit dem, wenn du hier an diesem Ding dran bist. Ja. Das ist so gegen aller Schwerkraftsregeln. Das ist so schön.
Das ist Sonic Physik. Das funktioniert nur in Sonic the Hedgehog. Dinge, die wir nicht verstehen müssen, die auch nicht erklärbar sind. Welche Richtung? Ich glaube rechts, oder? Nee, links. Okay. Kannst du da, glaube ich, auswählen, indem du in eine Richtung lockst. Aber egal, eigentlich gerade, ja? Aber okay. Dann irgendwie wollte er nicht. Nee. Sicher? Ja, bin ich. Ganz sicher? Okay. Moin. Ups. Oh. Klong. Wow. Ah, Ring. Da war einer. Das ist meiner, ne? Ich weiß noch nicht, ob du, ich glaub, kommst du von einer Seite ran. Moment, das wissen wir gleich. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Ja, du kommst von einer Seite. Doch. Sicher? Ah, perfekt. So. Dann Orange. Das ist eine schöne Stage. Die war, glaube ich, eigentlich einfacher, ne? Die ist richtig easy, weil du einfach nur einzelne Quadrate hast, in denen du halt immer was hast und dann führst du durch so einen Weg in den nächsten. Das ist recht easy. Und ich finde auch die Farbgebung ziemlich schön eigentlich. Also besser als bei Sonic 2 damit hier. Was war das? Irgendwie grün, ja, Gold und grün, grün auf Orange war richtig schön. Eklig. Aber das ist eigentlich ganz angenehm. Die Stage hier verbinde ich immer mit Tails. Wegen den Farben. Irgendwie schon. Die Farbgebung könnte passen, ja. Wobei es meiner Meinung nach auch nichts bringt, das Spiel als Tails zu spielen und alle Chaos Emeralds zu sammeln, das bringt rein gar nichts. Ja, du hast ja nichts davon. Weil Tails keinerlei, Superform hat, zumindest mit den Chaos Emeralds. Genau. Seine Superform war erst möglich ab Sonic und Knuckles halt. Also, beziehungsweise ab Sonic 3 und Knuckles heißt es ja dann, wenn du das mit dem verbindest. Ja. Dann hat er halt braucht halt die Super Emeralds, um überhaupt zur Superform zu werden, während Sonic und Knuckles bereits die Hyperform haben, also. Naja, wobei Super Knuckles finde ich jetzt auch nicht so schön, weil der wird eigentlich nur ein bisschen pink. Rosa, ja. Der, voll wesentlich. Der wurde, glaube ich, auch in irgendeinem Fun-Clip wurde Knuckles deswegen, glaube ich, auch verarscht. Ja, ausgelacht von Shadow und... Von Shadow, Silver und Sonic, die haben ihn alle ausgelacht, weil er so pink war. Das war, also dachte ich bloß so, ja, nee, ist klar. Also da bin ich der Meinung, gut, hätten sie sich was anderes einfallen lassen können. So. Ja, ihn hätten sie halt auch einfach golden machen können, so wie alle anderen auch. Ja, gut, wenn alle wirklich golden wären. Gut, Shadow die ist ja auch nicht direkt golden, der ist ja mehr so. Ja, beige. Er ist ziemlich hell. Er ist so beige. Aber die hätten einfach alle, hätten einfach alle golden lassen können. Ich finde, das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Sie sehen ja alle anders aus. Man würde sie ja nicht verwechseln. Nicht direkt, ne. Gerade Knuckles nicht. Naja. Der ist unverwechselbar. Ich meine, bei ihm ist nur gut, dass sie seine Stacheln nicht auch noch hochstellen. Das würde richtig kacke aussehen. So, haben wir schon mal 4 von 7. Hoffen wir mal, dass wir das noch hinkriegen. Ich bin da ganz guter Dinge eigentlich. Sind wir jetzt da? Da geht's nicht. Nee. Hab ich schon ausprobiert vorhin, als du reingesprungen bist. Hätte ja sein können. Ui, Sonic Physik. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier waren wir schon. Ich bin da immer noch dran. Ich glaube sogar rückwärts, ich moonwalke. Okay, hier kommen wir. Hier waren wir doch schon mal. Ja. Ist wieder runtergefallen. Boing. So schön diese Sounds hier. Boing. Boing. Bum 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 bum. Schön. Einfach nur schön. Ah, hier gab's ja keinen Dings, ne? Nee. Nee. Bounce. What the hell? Weil ich damit drin bin noch. Also ich habe es immer wieder aktiviert, als du dann gekommen bist. Gekommen. Den verstehe ich nicht. Ich auch nicht. So, super da. Und Abmarsch. Jetzt drück mal nach rechts. Ich drücke! Ah! Befreit. So, Stacheln. Schönes. Ne? Oh! Ja. Mit Tails klappt das nicht. Sonic wird, glaube ich, dadurch getroffen, aber Tails nicht. Ja, Sonic ist, glaube ich, auch ein. What the hell? What the hell? Ist nicht schnell genug. You're too slow. Was? Too slow, Alter. Ja.
das habe ich jetzt nicht verstanden. Ah. Und, jawohl. Anton, ich glaube, es ist nicht so gut, wenn du da an Daves Sessel rumkratzt. Das gefällt dem Dave wahrscheinlich nicht so sehr. Naja, man kann es leider nicht unterbinden, weil wir sind ja auch mal nicht da. Ja. Aber die haben doch eigentlich ihre Kratzbäume draußen. Ja, das interessiert ja aber relativ wenig. Ich hoffe mal, wir haben jetzt hier keinen Mega-Ring irgendwo verpasst. Oh, ich dachte, du zu kurz stecken. Nee. Dachte so, ich bringe sofort die Stachel. Ah, herrlich. Gott, irgendwann wird man auch von dieser Karnevalsmucke bekloppt, ey. Ich finde die schön. Also, sie passt einfach. Oben gibt's auch was. Zerquetsche dich nicht. Ja. Das klappt nämlich, glaube ich, da. Ja, das kann passieren, ja. Oder so. Psa. Wah. What the hell? Hier geht's hoch, oder? Ah, danke sehr. Ach so, ja. Ich glaube aber hier irgendwo in der Nähe muss es auch so ein Dings gegeben haben, glaube ich. So ein Mega-Ring wäre, aber hier glaube ich nicht. Ich glaube weiter in die Richtung. Mhm. Dankeschön. Bitte, du kannst einfach auf die Sprungfeder. Die Sprungfeder schießt mich an die andere Richtung. Wenn ich nicht gegenspringe, drauf. Du kannst jetzt hier nach links, hinter dem, glaube ich, ist einer. Konnte ich den nicht auch irgendwie so? Ja, du kannst ihn schieben. Ach, doch nicht. Ja, ist klar, der Vogel kommt durch, aber ich nicht. So eine Sauerei. So. Nee, Freundchen. Da waren wir eben gerade. Ach, das hübsche Ding. Oh, wie ich das hasse. Da wusste ich nie, wie man den erst besiegen soll. Da habe ich auch lange für gebraucht, weil man eben nicht gegen ihn gegenspringt, um ihn zu besiegen, sondern das ist es. Ihn damit nur öffnet. Man muss warten, bis diese Platte sich bewegt, dann öffnet er sich und im Endeffekt zerstört er sich halt mit diesem Teil selber. Da muss ich ihn halt nur immer öffnen. Das ist der ganze Witz an der Geschichte. Verlierst du sein? Ach, du verlierst deine Ringe eh gleich. Weil der Zone-Abschnitt vorbei ist. Jupp. Ganz fies ist halt, dass wenn du zu lange dafür brauchst, dass er den ganzen Boden unter den Füßen wegnimmt. Genau. Das kann unter Umständen echt böse sein. Nicht auf den Boden, nicht auf den Boden! Fly me to the moon. Okay. So viel dazu. Bums. Ja, hätte ich hier noch gehabt, hätten wir mehr Punkte gehabt, aber egal.